Disney Interactive Studios. Junction Point. Vor langer Zeit, an einem sehr eigentümlichen Tag, lockte mein Spiegel jemanden aus dem Bett und verschaffte ihm Einlass in meine Werkstatt. Ich weiß nicht, ob der Spiegel nur Unruhe stiften wollte oder böswillig handelte. Vielleicht wusste er, dass der neugierige Eindringling eine Rolle zu spielen hatte in meinem Projekt. Ich war gerade dabei, mein neuestes Werk zu vollenden. Eine Welt für Dinge, die in Vergessenheit geraten waren. Zufrieden mit meinem Werk legte ich den magischen Pinsel beiseite und zog mich in meine Gemächer zurück. Hätte ich gewusst, welche Ereignisse folgen würden, ich hätte Farbe, Pinsel und Verdünner weggeschlossen. Ich hörte Geräusche und sah eilig nach, was geschehen war. Aber es war zu spät. Die Welt, die ich erschaffen hatte, war verwüstet. Der geheimnisvolle Eindringling war verschwunden. Ich erfuhr nicht, wer er war. Oder zumindest erst sehr viel spät. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Disney Mickey Epic oder Epic Mickey, wie das Spiel im Englischen und früher auch eine ganze Weile, so quasi bevor es rausgekommen ist, hieß. Keine Ahnung, warum sie es für die deutsche Version plötzlich umgedreht haben, aber okay. Ja, God of War ist vorbei. Wir haben ja momentan parallel noch so ein bisschen Kingdom Hearts laufen und naja. Bisschen Disney-lastig gerade auf dem Kanal, aber ich habe Lust mal wieder auf ein schönes Wii-Spiel. Und das hier ist auf jeden Fall ein Whoopala.
Cursor ist ein bisschen arg laggy gerade. Moment, ich muss hier mal eben ein Stück meinem Schreibtisch zurückrutschen. So. So sollte das immer noch genauso. Vielleicht gehört das gerade auch einfach so. Das Spiel ist ja doch schon ein paar Jährchen alt und selbiges trifft auch auf meine TV-Karte zu, von dem her. Vielleicht ist das da so ein bisschen geschuldet. Mal gucken, ob das während dem Spielen recht zu Lasten fallen wird. Dann werde ich nämlich gucken, ob ich da noch was machen kann. Naja. Auf jeden Fall haben wir gerade sehr viel Disney auf dem Kanal und ich finde es eigentlich gerade ganz gut. Nachdem wir ja Kingdom Hearts so ein bisschen mit Sora die ganzen Disney-Welten durchlaufen, haben wir hier mal ein Spiel, das Mickey so ein bisschen von einer ganz anderen Seite darstellt, sage ich mal. Wir haben ja gesehen, dass er gerade ziemlich einen Schabernack dabei Jens Sid angerichtet hat. Und um herauszufinden, was da genau passiert ist, gehen wir doch einfach mal auf Spiel starten. Ach, das sind ja auch noch die Spielstände von mir. Wir starten natürlich in ein neues Spiel. Und ja, während dieser Ladezeit, die, ja, vorbei ist. So, ein düsterer Platz. Wir wurden in dieses Gemälde, diese gemalte Welt gezogen. Die Dark Souls-Anspielungen sind natürlich wieder klar und das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht ja mal gar nicht gut aus. Hier drüben, du Schraubeneimer. Nicht getroffen. Hier drüben, Mickey. Auftrag hinzugefügt. Fliehe aus dem Schloss. Kann ich mich jetzt bewegen, bitte? Dürfte ich mich nun endlich bewegen, liebes Spiel? So, vielen Dank. So, wir haben jetzt schon ein bisschen Cutscene gehabt. Ich bin mir gerade... da kommt eine Schere. Es wird rot. Ich glaube, das heißt, es greift an. Ich wollte eigentlich gerade noch so ein bisschen... erst ein bisschen Vorgeplänkel betreiben, aber das Spiel wirft einen natürlich gleich mitten in die Action. Ich nutze diese Situation, um mal kurz zu sagen, dass das hier natürlich ein... ja, ich würde schon sagen, etwas düstereres Spiel ist. Also im Vergleich zu Kingdom Hearts haben wir hier schon eine etwas finsterere Setting, auch eine etwas finsterere Story unter Umständen. Von der Story her würde ich es gar nicht sagen. Auch Kingdom Hearts hat eine ziemlich düstere Story. Aber gut,
Wir sind hier in diesem Schloss. Wir werden von einem wild gewordenen Taschenmesser angegriffen. Wir hatten irgendein wilder Professor und ein Tintenungeheuer, das Mickey selbst erschaffen hat. Scheinbar Böses im Schilde führen. Und ich denke, damit sollte ich gerade alles ganz gut getroffen haben, was es hier zu tun, was die momentane Situation betrifft. Und ja, ich nutze die Gelegenheit mal kurz, um, weil ich nicht weiß, ob jetzt gleich wieder viel Action passiert, werde ich jetzt mal kurz sagen, dass das hier jetzt im Gegensatz zu God of War Ascension wieder kein Blind-Projekt mehr ist. Ich weiß, was wir zu tun haben, und ich werde nach Möglichkeit versuchen, hier natürlich wieder die 100% zu bekommen. Und ja, noch so ein paar kleine Einzelheiten, auf die wir später treffen werden. Ich hoffe, ich krieg's hin, hier alles zu finden. Es ist teilweise in diesem Spiel etwas schwierig, in frühere Gebiete zurückzukommen. Aber gut, gucken wir erstmal, wie es so laufen wird. Hier sind wir sicher, Mickey. Dieses Bedienungsfeld kann von deinem Wirbelmove beschädigt werden. Für einen Wirbelmove musst du die Wii-Fernbedienung schütteln. Was ist die Wii-Fernbedienung? Ich hab nur einen Pinsel. Probiere ihn an Objekten um dich herum aus, um diese aufzubrechen. Okay. Dieser Kobold hier scheint uns helfen zu wollen. Und er scheint dieses komische Taschenmesser, dieses wild geworden hier, aufzuhalten. Wenn das Bedienfeld zerstört ist, kümmere dich um dieses hier. Und scheinbar können wir ja das Taschenmesser mit Hilfe dieser Bedienfelder hier aufhalten. Das wollte ich tatsächlich nicht. Könnten wir bitte mal wirbeln? Ich komme gerade nicht. Warum kann ich das nicht einsammeln? War das Lebensenergie? Wenn ja, würde ich verstehen, wieso ich es nicht einsammeln kann. Das Spiel ist ein bisschen her bei mir, aber wir werden sehen, wie es wird. Prima, noch ein Wirbelmove sollte reichen. Wir wirbeln noch einmal und wir haben das Bedienfeld kaputt gemacht. Was dem Taschenmesser gar nicht gefällt. So. Wer baut überhaupt solche Geräte? Diese Mordswaffen und alles, nur damit am Ende dann so ein Pömpel rauskommt. Wird sich schon jemand was gedacht haben dabei. Und scheinbar wollte dieser Pömpel an Mickys Herz ran. Was das wohl bedeuten könnte. Drücke schnell den A-Knopf, um einen kleinen Sprung zu machen. Drücke und halte den A-Knopf, um weiter oder länger zu springen. Ja, das wollen wir hier so gleich tun. Wir können mit dem Wirbel unsere Sprünge so ein bisschen verlängern. Wenn auch nicht viel. Ich glaube, diese Truhe hier möchten wir aufmachen. Ja, da sind Tickets drin. Wofür die allerdings sind, werden wir sicherlich noch rausfinden. Zerstöre dieses Bedienungsfeld und dieser mechanische Arm wird abgeschaltet. Sehr praktisch. Und kaputt. Wir haben es kaputt gemacht. Sehr schön. Schau, durch die Zerstörung des mechanischen Arms ist ein Geheimraum zum Vorschein gekommen. Nimm dir ruhig einen Moment Zeit, um ihn zu durchsuchen. Ja. Komm zu mir, wenn du bereit bist, und wir verschwinden von hier. Ich öffne meine Türen auch immer, indem ich mechanische Riesenarme zerstöre. Das ist alles absolut legitim. So, und wir wollen uns aber allgemein hier so ein bisschen umgucken. Es gibt in diesem Spiel sehr viel zu verpassen, wie gesagt. Es ist teilweise etwas schwierig, in frühere, zumindest in manche frühere Gebiete nochmal reinzukommen, nachdem man sie erkundet hat. Deshalb möchte ich das hier jetzt ziemlich genau untersuchen. Ich habe natürlich in meiner unendlichen Schleu und Vorbereitung mich nicht vorher nochmal reingelesen, wo in diesem Spiel was ist. Es gibt jetzt hier noch keine wahnsinnig überwichtigen Collectibles, die wir verpassen können in diesem ersten Gebiet. Das kommt erst noch. Aber nichtdestotrotz möchte ich natürlich auch die kleineren Collectibles nach Möglichkeit nicht verpassen. Diese Tickets hier, auch wenn wir noch nicht wissen, wofür sie gut sind, wollen wir alle haben, indem wir hier das ganze Zeug zerstören. Gibt's hier eigentlich? Ja, wir können so ein bisschen hochgucken, um uns hier dieses Wandgemälde oder Fenster, ich weiß nicht, ist das so ein Glasfenster? Wahrscheinlich ein Glasfenster. Von einem Hasen mit Krone und Schwert anzugucken? Was es wohl damit auf sich hat? Diesen Hasen haben wir ja gerade schon gesehen. Und die ganz, ganz findigen Disney-Fans, die schon lange dabei sind, könnten ihn vielleicht sogar noch kennen. Wobei, dafür, glaube ich, muss man schon ordentlich alt sein. Nicht, dass ich jetzt irgendjemandem zu nahe treten möchte. Pass auf diese Verdünnerpfütze auf. Denk dran, dass sie dich verletzen kann.
Also fall nicht rein. Ja, Verdünner. Wir haben ja in der Cutscene am Anfang schon gesehen, das blaue Zeug, das Jens Sitter benutzt hat, scheint ja Farbe zu sein. Das grüne hat er benutzt, um seinen Pinsel sauber zu machen. Scheint also hier dieser Verdünner zu sein, der auch hier überall liegt. Und wir wissen natürlich, wow, ouch, dass Mickey und alle in seiner Welt Cartoon-Figuren sind. Dementsprechend tut Verdünner natürlich weh. Und sollte nach Möglichkeit wohl eher nicht berührt werden. Ja, das war die Lebensenergie. Okay. Dann passt das, dass ich das vorhin nicht einsammeln konnte. So, das ist nicht der Geheimraum, der aufgegangen ist, oder? Nee, da ist ja auch alles voller Verdünner. Da können wir jetzt relativ wenig machen. Da ist der Geheimraum. Können wir weitere Hasenstatuen? Oh, die können wir uns angucken. Mhm. Oswald, gütiger und gerechter Herrscher über das Wasteland. Aha, aha. Der Hase heißt also Oswald und scheint hier so eine Art Herrscher zu sein. Und hier sieht er ziemlich unheimlich aus auf diesem Ding hier. Die andere Statue war schmeichelhafter. Komme ich da jetzt eigentlich rüber? Ja. Wo ist denn diese Geheimtür jetzt? Da drüben. Da ist sie doch. So, ich hoffe natürlich, dass es jetzt für keinen ein großes Problem, dass wir jetzt etwas Disney-lastig sind auf dem Kanal. Aber wie gesagt, ich hatte zum einen mal wieder Lust auf ein schönes Wii-Spiel jetzt nach God of War. Und zum anderen ist dieses Spiel ohnehin sehr anders als Kingdom Hearts. Also denke ich, dass das schon alles klar geht. Gütiger rechter Herrscher, okay. Wir gucken hier in diesen Geheimraum. Ah, das will ich doch haben. Ein Labor des verrückten Arztes 2. Eine Skizze. Jetzt bin ich schon am paranoid sein, weil ich mich gerade frage, haben wir 1 schon verpasst, wenn das hier 2 ist? Ist 1 irgendwo anders versteckt? Ich bin mir da gerade etwas verunsichert. Es tut mir... Wow, machen wir das mal auf. Es tut mir leid, wenn das hier etwas langsam losgeht gerade. Und wir haben einen Bronzeanstecker. Hurra! Was wir mit denen anstellen, erfahren wir natürlich auch noch. Gut gemacht. Das ist einer der Sammelanstecker, die du im Wasteland finden kannst. Viele von ihnen sind einzigartig und erinnern an bestimmte Ereignisse oder Orte. Versuch möglichst viele zu sammeln. Ja. So ist das nämlich. Es tut mir leid, wenn dieser erste Part jetzt hier so ein bisschen langsam startet, aber ich möchte zum einen natürlich nichts verpassen. Zum anderen, wir wollen ja auch nicht hetzen. Wir wollen ja hier gemütlich so ein bisschen rumspielen. Und wollen jetzt nicht wahnsinnig durch das Spiel durchhetzen. Das hier wird ja kein Speedrunner, nichts. Das ist auch eine ziemlich unheimliche Oswald-Statue. Das macht mich jetzt tatsächlich ein bisschen fertig, dass wir hier Labor 2 gefunden haben. Wenn ich mich nicht irre, hatte das Spiel keine... Okay, ich sehe nur, wie viele Anstecker. Hier haben wir unser Menü, wo wir eben sehen können, was wir so haben. Wir haben einen von 105 Ansteckern. Die Skizzen sehe ich gar nicht. Und wenn ich mich nicht irre, Aufträge. Hier haben wir quasi unser Questlog. Wichtiger Ort. Huch, das, spoilert jetzt fast etwas. Beziehungsweise, von Spoilern kann man jetzt nicht reden, wenn das Spiel einem ja alles schon vorgibt. Aber das gucken wir uns alles bei Gelegenheit noch an. Ich hatte nur gehofft, dass ich hier vielleicht irgendwo... In Optionen wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Dass ich hier vielleicht irgendwo sehe meine Skizzen. So. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier sowieso nochmal zurückgehen können. Also gehen wir jetzt erstmal... Oh, da ist eine Truhe. An die kommen wir allerdings nicht dran. Noch nicht. Aber sehr bald sollten wir an diese Truhe rankommen. Dann gehen wir einfach nochmal zurück. Dann gucke ich auch, ob wir irgendwo diese Arzt-1-Skizze verpasst haben. Da komme ich nicht rüber. Egal, machen wir das Zeug hier wenigstens kaputt. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da nicht rüberkomme. Selbst mit einem weiten Sprung. Den ich mit dem Wirbel so ein bisschen verlängern könnte. Das würde aber nicht gut gehen. So. Gehen wir hier einfach nochmal zurück.
die Bedienungsmodule, die wir zerstört haben, um den Arm aufzuhalten. Auch das, wenn ich meine mechanischen Arme habe, die ich zum Türen öffnen kaputt machen muss, passe ich auch immer darauf auf, dass um den Arm auszuschalten natürlich Bedienelemente kaputt gemacht werden müssen. Hier ist ein bisschen ein Loch in der Wand. Gibt es hier noch irgendwas Secretiges? Das Spiel hat einige sehr gut versteckte Secrets. Genau deshalb werde ich auch so ein bisschen mich vorher mal reingucken, dass ich auch wirklich an den entsprechenden Orten nichts verpasse. In meinem ersten Playthrough habe ich in diesem Spiel nämlich so ziemlich alles verpasst, was man so verpassen kann. Das möchte ich im Let's Play natürlich so ein bisschen in meiner Aufgabe, in meinem Bildungsauftrag ja quasi, möchte ich das natürlich vermeiden. So, reden wir nochmal mit dem Kobold hier. Ich muss nach Hause. Ich wurde von diesem Tintenmonster hergebracht. Das Schattenphantom. Es besteht aus Farbe und Verdünner. Das Phantom hatte große Angst vor diesem Pinsel. Wow! Das ist Verdünner. Er löst alles auf, was gemalt wurde. Donnerwetter! Was man mit dem Pinsel wohl noch machen kann? Es geht so schnell. Das ist Farbe. Sie stellt wieder her, was der Verdünner aufgelöst hat. Du bist kein schlechter Künstler. Du steckst voller Überraschungen. Wahrscheinlich hast du was vom Phantom aufgesaugt. Aber ich bin immer noch ich. Üben wir. Drücke den Z-Knopf, um Verdünner zu benutzen. Drücke den B-Knopf, um Farbe zu benutzen. Am Ende des Korridors befindet sich der Hof, der uns aus Dunkelröschens Schloss herausbringen wird. Keine Sorge, ich werde immer da sein, wenn du Hilfe brauchst. Obwohl du mich vielleicht nicht immer sehen kannst. Ja, und damit kommen wir zu unserem eigentlichen Gameplay-Element in diesem Spiel. Wenn meine Wii-Vermittlung erkannt wird, da ist sie doch. Wir haben zum einen hier einmal die Farbe, mit der wir Dinge anmalen können. Überall da, wo wir diese hellen Flecken sehen, können wir Farbe benutzen oder aber auch Verdünner, um eben überall da, wo diese hellen Flecken sind, Farbe zu entfernen. Ja, wir haben quasi die Macht über Zerstören und Erschaffen. Und wie man hier links und rechts sieht, haben wir jetzt unsere Leisten einmal für Verdünner und einmal eben für Farbe. Wir können das auch auf Objekte benutzen, wie zum Beispiel diese Rüstung hier. Wenn wir die verdünnen, sehen wir normalerweise, was drin ist. Oder auch nicht. Okay, diesmal ist nur Farbe drin, deshalb. Wenn da so Tickets oder sowas drin sind, glaube ich, sieht man das, wenn man die verdünnt. Können sie natürlich jederzeit dann auch wieder hermalen. Und ja, das ist halt quasi so ein bisschen unser Gameplay. Und ich glaube, ich muss meine Sensorleiste woanders hinstellen. Die wird nämlich gerade so ein bisschen schlecht erkannt, die Fernbedienung. Aber gut, dann würde ich sagen, soll es das für den ersten Part dieses Spiels sowieso erstmal gewesen sein. Eure Meinung dazu, dass wir jetzt Mickey Epic spielen, natürlich ab in die Kommentare. Interessiert mich vor allen Dingen, ob ihr das Spiel denn schon kennt, selbst gespielt habt und was ihr denn so allgemein davon haltet. Hat ja so ein paar Kniffe, auf die wir noch eingehen werden. Ich hoffe, dieser erste Part hier hat euch soweit schon mal gefallen. Und ich sag, und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Fast die Verabschiedung vermasselt. Ich sag für heute Tschüssikowski, euer Pagu.